But we made it here all right. Ah, you've returned. Good timing, too. I have questions for you. Da mit Depp bist du, oder? Aber wird wahrscheinlich so sein. Ich mag einfach so schweißgebadet auf, Digga. Ich bin plötzlich in einer Quest. Ja, moin. First and foremost, will you accompany me to the captain? Aber da werde ich als Begleiter natürlich den Vendor nehmen, oder? Bist du Epper, der klatscht alle weg, oder? Wie Bud Spencer, oder? Wenn du Benzer, oder? Bist du Epper, der klatscht ja alle nieder, oder? Bin ich gleich, oder? Geh ich solo durch, wie bei Solo-Leveling. Da level ich einfach nur, weil der Vendor alle wegklatscht. Good. Then let us be on our way. Mit dem Abschiss ja noch unterwegs. Na, Alter, ich hoffe, das wird aber was, gell, mein Freund. Ich tue da aber nur kurz ein bisschen was einsammeln, gell? Different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have bistrons for allies. Alter! Bist du deppert, Hava? Wo bist du? Da, komm gleich her! Bist du deppert, der hupft einfach raus, Alter! Er hupft einfach raus, der Hund, Alter! Warte mal, warte. Alter, ich darf ja hinschlagen, ja. Also, die sind echt motiviert. Die sind echt motiviert, Alter. Warte, mach Explosionsschaden, mach Explosion, die. Würde mich jetzt irgendwie interessieren. Steve, ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht, Digi. Das ist geil. Das ist ein geiler Angriff. Aber trotzdem, ich hab nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht, Digi. Ach du Scheiße, ich hab vielleicht einen Schaden oder so, oder? Wir sind wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist eh klar, dass ich da nichts machen muss. Renn einfach mit. Renn einfach mit. Da. Gib ihm, Burle, gib ihm. Da. Und tschüss. Und dann ist er schon, mein Freund. Ich steppe da, lauter Schisser, Alter. Ich komm auf, da, Alter. Ich schwör's, Alter. Ich buder den nieder, Alter. So schaut's aus. Einmal, da, ich komm auf. Und tschüss. Oh, sehr gut, gib ihm. Gleich öffnen. Gleich auf Schmackhof hat's angelehnt. Ich hab dafür 600 gezahlt. Und da krieg ich sie einfach so gratis in einer scheiß verfickten Kiste, Alter, Digga. Ja, würde ich da auch empfehlen. Aber wie ist denn die deutsche Synchro? Ist die geil? Ist die geil? Ich habe es mir noch gar nicht auf Deutsch angehört. Da warte ich sogar fast auf die ganze Staffel dann. Da warte ich dann auf die ganze Staffel und dann... Hätte ich gesagt gehabt, dann gönne ich es mir. Oh, das ist nicht, oh, da bis ich da mal drief, aber... bis ich mal drief. So schaut's aus. Aber, wenn ich einen hab, dann hab ich einen. Das ist super. Das ist super. Der Litscher, gib ihm, gib ihm. Oh, sehr gut, sehr gut. Ah, der Hieb auf ist schon mal Baba. Abgeklatscht. Oh, oh. Jim abgeklatscht, wie sexy. I am attentive and loyal and prefer to remain by your side. In battle I shall follow your lead and prioritize support. Der will einfach dazukommen. Komm. Kommst du? Let's not dawdle. Geil. Ich würde jetzt einmal sagen, jetzt sind wir zu viert unterwegs. Jetzt sind wir definitiv zu viert unterwegs. Geil. Geil, Digi. Jetzt kann uns gar nichts mehr aufhalten. Enjoy seeing this obstacle smashed to pieces. Ranged attacks are my speciality, Master. Shall I assist? Ja, das schon. Ab und zu bei dem ein oder anderen, ja, ist eh klar. Man würde es ein bisschen mehr feiern, bessere Stimme, dies, das, jenes. Und das Ganze aber dennoch. Ich muss trotzdem sagen, ich bin trotzdem froh, dass man überhaupt einmal quasi deutsche Synchro hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich... Es ist schon fast teilweise nicht einmal mehr selbstverständlich, auch bei gewissen Titeln oder Entwicklern. Weil wenn ich mir das so anschaue, da schon da GTA an. Die machen scheiße viel Geld. Die machen scheiße viel Geld. Scheiße viel Geld. Digga, nicht einmal auf Deutsch. Nicht einmal Red Dead 2 auf Deutsch. Also,
Ich würde trotzdem nicht sagen, dass es selbstverständlich sein sollte, aber heutzutage, gerade die deutsche Gaming-Community ist halt extrem riesig. Da kann man schon die Spiele auch im regelmäßigen Zustand auf Deutsch rausbringen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß zwar nicht, wie viel halt natürlich das Unterschied macht, geldtechnisch, aber ich würde definitiv auch sagen, dass halt viele quasi automatisch auch noch vielleicht ein bisschen abgeschreckt sein könnten, wenn sie hören, dass das Game auf Englisch ist. Würde ich jetzt einmal behaupten. Mich hat's eigentlich, ehrlich gesagt, mehr gewundert, dass das Game jetzt eigentlich auf Englisch ist. Das hat mich jetzt mehr gewundert. Also da war ich jetzt gerade echt ein bisschen sehr, sehr überrascht. Also jetzt nicht, dass ich sage, oder Herst, Lyle, das, aber bei Dragon's Dogma 2 habe ich mir echt jetzt mehr erwartet, dass da eine deutsche Synchro gibt oder sonst was, weil, oder der Hype war gigantisch. Der Hype war gigantisch wegen Dragon's Dogma. Und ich denke mir irgendwie nur so, Alter, und dann haut sie keine Synchro raus, was ich überhaupt, also eine deutsche Synchro, gerade bis zu einem Spiel, das wäre grenzgenial und würde sich noch mehr verkaufen. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Das finde ich echt ein bisschen sehr, sehr schade, dass da nichts draus gemacht wird. Das finde ich einfach nur ein bisschen schade. Aber so ein Rise of the Runen gibt es komischerweise dann auf Deutsch, wo eigentlich gerade die Entwickler... Oh, hi. Die Tante kostet sogar nicht einmal was. Müsste ich aber wem weggeben, ja. Na, muss ich behalten. Muss ich behalten, Alter. Leider. Aber dennoch, wo ich mir so denke, so, Alter, plötzlich Rise of the Runen Team Ninja macht plötzlich Spiele auf Deutsch, war ich schon sehr überrascht. Ja, das kann auch vielleicht einmal passieren. Ja, aber du bist ja nicht auf... Ja, obwohl, okay. Wenn man so hernimmt mit Baldur's Gate, oh ja, du ein bisschen lau mit die ganzen Rollenspiele und alles drum und dran. Okay, das ist schon einmal scheiße. Muss man sich anders, einen anderen Weg überlegen. Aber so ein Baldur's Gate, da verstehe ich sogar fast wieder, dass das Spiel doch auf Englisch gekommen ist, weil man hat nicht gewusst, wie heftig der Hype wirklich ist. Wo du sagst, okay, die haben davor noch nicht wirklich so viel rausgebracht als Entwicklerstudio oder sonst was. Oder haben schon relativ viel Geld ausgegeben, wegen was auch immer, keine Ahnung. Da würde ich es eigentlich sogar schon fast verstehen, sage ich jetzt einmal. Oder der Lies MP kann man vielleicht auch mal dann auf Deutsch rausbringen, ja moin. Wäre auch nicht schlecht. Aber es gibt definitiv so einige Möglichkeiten. Ich finde es geil, wenn Spiele auf Deutsch rauskommen, definitiv. Ich würde es auch definitiv dann ein Stückchen mehr feiern, weil ich dann auch ein bisschen mehr von der Geschichte dann mitkriege, weil ich lasse mich dann eigentlich dann eher mehr berauschen, besiedeln und alles drum und dran, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und wenn so englischsprachige Spiele da so am Start sind, gerade wie hier, wo du dann so auch ein bisschen kämpfst und alles drum und dran, ist halt einfach das Problem, dass du mitten im Gefecht nicht wirklich mitkommst, was die halt da so labern. Und das finde ich halt schade. Naja, eigentlich im Prinzip, wenn wir sie ganz ehrlich sind, wäre es geil, aber ich glaube, es wäre sogar fast unnötig. Okay, du hast zwar ab und zu deine Passagen, die was auf Deutsch sind, kein Thema, nur dein eigener Charakter redet ja eigentlich nie wirklich. Du hast vielleicht ab und zu mal die ein oder andere Cutscene, die kommt aber nicht oft wirklich vor, also dementsprechend, ja, würde vielleicht zwar schon Sinn machen, aber wäre halt nicht so der Motivationsfaktor. Aber Demon's Souls? Ich glaube, Remake von Demon's Souls ist sogar auf Deutsch und das ist geil. Das ist geil, muss ich sagen. Wird aber zwar nicht wirklich viel geredet, aber es ist geil. Another pretender, oh, hey. Was hast du weiterer Betrüger? Er legt dir gleich mal einen Hafer auf die Schulter. Tis
uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one arisen, and he's up in the palace. Der ist oben im Palast. Naja, vielleicht ist er kein Weg da mehr. Vielleicht ist es vielleicht ist der Chuxler. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I would make my report to the capital. Kann trotzdem gut möglich sein, dass es plötzlich zwei gibt. We will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? Na, wer weiß? Oh. All's been arranged. Alles wurde geregelt. Der hat sich aber nicht gefreut gehabt, dass ich da bin. Wie wär's nochmal langsam mal mit einer besseren Rüstung? Ich frag nur für den Freund, weil es haben wir nicht gehabt. Ich fühle mich da noch immer so ein bisschen. Wie soll ich sagen? Nockert. Ich fühle mich noch immer nockert, aber brauchen wir wenigstens mal was Gescheites. Aber mit der fetten Gruppe unterwegs zu sein, ist schon chillig. Kann ich mich dran gewöhnen, gell? Also, wie viel sammeln? Oh, bist du, das ist eine fette Masse, Digi. Ich liebe Masse. Masse statt Klasse, Leute. Deutsche Masse, Digi. Deutsche Masse. Wie in diesem scheiß Video, Digi. Einfach mal deutsche Masse. Ja, moin. Geil. Ja, sicher nehmen wir sie alles mit. Sogar ein Goldkäfer, alles nehme ich mit. Müsste ich aber schauen. Ich glaube, Goldkäfer ist, glaube ich, eher mehr so was zum Verkauf, würde ich schon fast sagen, oder? Kann das sein? Würde ich mal behaupten. Würde ich mal definitiv behaupten, dass das eher was zum Verkaufen ist. Wie angefressen, Alter. Bist du deppert. Digi, es wird endlich Zeit für eine Blazy. Brudi, es wird Zeit. Das nächste Mal, nächster Gutschein wird Amazon-Gutschein werden. Ja, ich sehe das jetzt schon. Mit der sehr Playstation kauft. Das war's jetzt schon, Alter. Bist du deppert. Oh, nächste Kiste. Mach auf da, die Hitten. Mach auf da. Ja, verstehe ich, aber man will nicht 100.000 verschiedene Konsolen haben, aber ja, ich brauche nicht reden, ich habe alles, ich brauche wirklich nicht reden, ich habe die Switch, ich habe die Xbox, ich habe die Playstation, Switch wird nicht benutzt, Xbox wird nicht benutzt, denke mal auch, wie gesagt, und so, für was habe ich die Konsolen, aber die Switch eher, würde ich schon behaupten, die Switch habe ich schon eher viel, viel mehr gezockt, als wie eine wie die Xbox. Ich glaube, die Xbox könnte da sagen, vielleicht Maximum 20 Stunden, seitdem ich die habe. Ich habe die ein halbes Jahr lang nach Release gekauft. Wo ich mir so denke, so, Alter, spür ein bisschen mehr mit der Konsole, spür ein bisschen mehr mit der Konsole. Aber irgendwie reizt mich die Null. Die reizt mich irgendwie komplett Null. Das Einzige, was ich sagen muss, ist was richtig Geiles, Xbox Elite Controller. Der fühlt sich richtig sexy an. Der fühlt sich richtig, richtig geil an. Der fühlt sich an wie ein Orgasmus nur in den Händen. Na, aber der fühlt sich wirklich, wirklich gut an. Muss ich echt sagen. Also mir taugt das sehr. Schatztruhe! Kann ich überhaupt schwimmen? Nicht, dass der Havara mir da in den Arsch geht. Oh! Geil, ja, okay, passt, ob's kapiert, also, ja. Interessant. Die Stepper da, die hupfen da herum. Aber interessant, dass sie dann nicht ins Wasser gehen dürfen. Das finde ich echt interessant. Ja. Also, ja und nein. Ja und nein. Ja, sie machen definitiv die geileren Controller, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nur, wenn du Geld ausgibst, viel Geld ausgibst, weil wenn du dir jetzt einen normalen Controller kaufst, okay, ja, designstechnisch ist halt zwar geil, aber sagen wir nicht, das ist so ein Scheißdreck, so ein Plastikklumpert, bis zum Geld nicht mehr. So ein Scheißdreck, oder? Den von der Xbox Series X habe ich gleich verschenkt, das sieht man nicht, habe ich gleich weitergegeben, drauf geschissen, Xbox Elite Controller, bitte her und tschüss.
Interessiert mich nicht, weil, boah, Alter, fühlt sich so scheiße an in der Hand. Einfach wie hätte ich, Alter, ein Dildo in der Hand oder so, keine Ahnung. Digga! Geht einmal überhaupt nicht. Bock überhaupt nicht. Den Controller, den Standard-Controller, aber den Elite-Controller. Ich spiele zwar selbst mit dem DualSense Edge-Controller, der kostet ja auch fast 250 ungefähr, 270. Und ich muss schon sagen, ich liebe ihn. Ich würde gar nicht mal mit den anderen Controller am liebsten gern zocken. Muss aber trotzdem sagen, dass der Elite-Controller mein Liebling ist. Muss ich schon sagen. Wenn es vielleicht sogar möglich wäre, würde ich mir vielleicht sogar das eher in die Richtung sogar holen. Den, also so ein Spezialcontroller, wo der Stick nicht oben, sondern unten ist. Das würde ich halt noch ein bisschen vielleicht sogar mehr feiern. Weil ich bin das halt so dermaßen gewohnt auf der PlayStation, dass der Stick halt unten ist und nicht oben, dass man halt ein bisschen, naja, einfach am Arsch ist, würde ich jetzt einmal sagen. Wenn man dann halt quasi anders quasi spielen muss. Wie Step, oder? 100.000 Viecher, da taugt man schon wieder. Jeder geht auf die Hurzviecher los. Ja, Mann. Ich werb. Das, was ich schon mal sagen muss, ist, das Gute ist, es gibt kein... Ich kann den anderen verletzen. Oder wenn ich den anderen verletzen auch noch kennt, oder bin ich in Arsch daheim. Bin ich komplett in Arsch daheim. Piss Depot, Alter. Musst du dir nur vorstellen, du spielst Hardcore. Du verletzt deinen eigenen Leid. Ich gebe mir maximal 3 Stunden. Bin ich hier. Und dann meine andere Haverer sind auch hier. Damit würde ich mal definitiv rechnen. Den Stein kannst du aber nicht nutzen. Den Stein schon. Kann ich den großen nutzen? Ja. Also das wäre halt geil, wenn er den jetzt nutzen könnte, weil dann hätte ich den mitgenommen, den Stein. Und die umgebracht, Alter, damit die vielleicht jetzt entwenigstens die Truhe kriege oder sonst was. Aber interessant. Definitiv interessant. Mich ärgert es halt nur, dass ich da Rufzeichen habe. Warum sind da Rufzeichen? Alter, springt der einfach von oben, Alter. Oben, Alter, ja, saugeil. Saugeil, Alter. Hui. Das ist ein Hit, Alter. Das ist ein Hit. Alter, gefühlt hat er alle paar Minuten Level da, Alter. Was ist da los? So liebe ich es. So liebe ich es. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Das ist auch nicht schlecht. Boah, ich muss aber trotzdem sagen, das letzte Mal meine Erfahrung in Rainbow Six war die beschissenste Erfahrung, was ich bis jetzt gemacht habe in einem Videospiel. Das lag vielleicht aber auch quasi in dem ein oder anderen Hurensohn, muss ich ganz ehrlich gestehen. Abwarten. Es lag vielleicht doch einfach an dem Hurensohn oder sonst was. Aber ich habe mir gedacht gehabt, ich habe seit Monaten oder sonst was. Ich habe seit Monaten nicht mehr gespielt gehabt. Quasi Rainbow. Ich habe mir gedacht gehabt, so Bombe. Wäre mal geil, wieder ein bisschen Rainbow zu zocken. Weil da gab es ja auch den Sam Fisher und das Ganze. Das hat mich dann schon gereizt gehabt, dass ich dann ein bisschen spiele. Was war? Ich habe gespielt gehabt, ganz normal. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich im Weg war, aber ich war gerade am Aufbauen der Wände und alles. Plötzlich schießt mich der eine Typ ab. Also mein eigener. Denk mir so, hä? Wo ist es mit ihm? Denk mir so, Alter. Okay, kann passieren, unabsichtlich, vielleicht ein Neuling oder irgendwas. Nicht einmal eine Minute später macht das schon wieder. Ich denke mir so, Alter, was ist da los, oder? Ich habe nichts gemacht, ich bin in der Ecke und warte. Ich bin Verteidiger, was soll ich sonst anderes tun, oder? Soll ich auf Angriff gehen, oder was? Keine Ahnung, was der von mir da irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verlangt hat. Keine Ahnung. Hätte ja vielleicht einen Deiterer machen können oder sonst was. Aber ich denke mir so, okay, ja, lass jetzt einmal den angelehnt, auf Deppert gesagt. Nächste Runde. Stepper, der fällt mir aber oft. Sehr, sehr oft oben. Passt schon. Kommt die Affe. Denken wir so, das gibt's ja nicht. Nächste Runde wieder das Gleiche.
aber so dermaßen oft auf mich geschossen, dass ich plötzlich am Boden war. Ich denke, Alter, was ist das bitte für ein Hurensohn? Alter, ich will einfach nur zocken, schießt er mich schon wieder ab. Alter, das ging dann 2 Runden lang, bis ich den Hurensohn komplett niedergebötzt hab, bis zum geht nimmer, bis ich dann einen kurzen Timeout gekriegt hab von Rainbow oder von Ubisoft halt in dem Fall. Von den Entwicklern. Ich denke mal, Alter, was. Ika, Alter, er geht mir am Arsch, er schießt mich die ganze Zeit an und ich bin dann der Schuldige. Ich hab mir auch gedacht, kommt, Alter, wem wollt ihr bitte forschen, Alter? Ich mir gedacht, kommt, ich werd nicht mehr, Alter. Wird die ganze Zeit forscht, schießt mir auch der Hurensohn, Alter, und ich bin dann der Schuldige, hab ich überhaupt nicht verstanden. Stepper, die brauchen nicht einmal mit mitmachen. Es sind so viele Gegner und alles drum und dran. Schau, ich steig sogar. Ah, nur vom Zuschauen steige ich. Gefällt mir. Nur vom Zuschauen durchsteigen. Verstärkt? Ich habe sie eigentlich aufgebaut. Ich habe sie aufgebaut. Also, das waren so Fenster oder irgendwas. Das waren ungefähr Fenster, damit du das ungefähr vorstellen kannst, weil ich mir dachte, okay, passt. Bevor die da bei uns reinkommen oder irgendwas. Sicher ist sicher. Aufpassen, aber aufpassen. Das kann gefährlich werden. Ja, da ist jetzt eine schöne Masse an Gegnern. Da kann man sich richtig schön austoben. Ich mir gedacht hab, so, okay, bevor da irgendeiner oben oder aufgeklettert oder sonst was. Weil du kannst ja auch ab und zu so ein kleines Löchlein machen, indem du reinschießt, damit du siehst, kommt vielleicht einer oder nicht, wenn sich da irgendwas da drin bewegt, in dem jeweiligen Loch und da kannst du gleich auf ihm draufbötzen oder so. Habe ich mir gedacht gehabt. Ich werde einfach plötzlich komplett attackiert von ihr. Das jedes Mal. Discord? Ja, kein Thema. Das Zeichen des also nix mit Operator oder irgendwas, nein, nix. Da war gar kein Zeichen, da war gar nichts. Nicht, dass du sagst so, es gibt ja so eine Art Schnellfunktion mit Hilfe, Angriff und alles drum und dran, das kenne ich, hier ist ein Gegner, da war nichts, keine Markierung, gar nichts. Sonst hätte ich ja gesagt gehabt, hörst du, weil du kannst es ja auch niederreißen. Du kannst ja auch die Wand niederreißen, falls sie sich stört. Und ich habe sofort gewusst, okay, wenn das niederreißt, dann, okay, der will unbedingt, dass das frei ist. Wegen was auch immer, aber hätte ich zugelassen. Ich habe mir nur gedacht gehabt, so, Alter, das gibt's ja nicht. Was ist nur mit dem Typen los? Das hat mich einfach so dermaßen geärgert, dass ich einfach dann für eine, eigentlich seitdem eigentlich gar keinen Bock mehr hatte auf das Game. Ja? Ich hatte seitdem eigentlich gar keinen Bock mehr auf das Game. Irgendwie schade. Traurig und schade eigentlich. Oh. Maximale Gesundheit. Einmal für rechts. Und einmal für links. Oh. Sehr gut. Na, da sehe ich schon wieder ein paar Viecher. Müssen wir eh schon wieder hier laufen. Weißt du nicht, ob wir überhaupt auf dem richtigen Weg sind, aber ich glaube, das wird schon passen, oder? Ich hoffe es einmal zumindest, dass es der richtige Weg ist. Na, warte. Unklar, Alter! Tut mich gleich zum Schlafen bringen, der Hund, Alter. Warte mal. Kann nicht mehr aufhupfen, Alter, der Hund. Der Unnötige. Oh, aber der wird schon abgeschossen. Ich wollte es gerade sagen, der wird schon abgeschossen. Sagt mal, schon wieder Aufstieg, was ist da los? Was ist da los, Alter? Schon wieder aufgestiegen. Aufgestiegen, Alter. Das ist ja nicht normal. Nix in der Richtung. Ich hab viel, hat sich jetzt zwar deppert an, aber ich habe zu Release-Zeiten wirklich so 2-3 Monate gespielt gehabt. Glaub mir, ich weiß, wie das Spiel funktioniert und alles drum und dran. Ich hab's intensiv gesuchtet. Ich hab's gerne gespielt gehabt eine Zeit lang. Ich hab schon gewusst gehabt, was ich mache.
Auch ohne, dass ich mich da quasi mit irgendwem verständigen müsste oder sonst was. Ich habe es dann einfach nur seasonmäßig dann wieder mal angezockt, weil ich gesehen habe, dass den Sam Fisher spielbar mäßig gibt. Dementsprechend, ich habe es überhaupt nicht nachvollziehen können. Überhaupt nicht, warum der mich attackiert hat. Na, so der Ich hab nichts gesagt, Digi. Bist der Epperte Haver, oder der bloß der Leben überhaupt nicht. Bin mir zwar nicht sicher, ob du fliegen kannst, aber das ist schon Chess aus. Kannst du das Ding abschießen?